Sehr geehrter Herr Kollege, wenn man für Frieden ist, warum hat Ihr Herr Cortret bei dem Auftritt, den er hatte im Fernsehen, sich nicht dafür eingesetzt? Warum hat er nicht gesagt, beendet euren völkerrechtswidrigen Krieg? Das ist der erste und wichtigste Schritt. Stellt die Kampfhandlungen ein. Sie behaupten, Sie seien die einzige Kraft, der sich für Frieden einsetzt. Aber wenn Sie die Gelegenheit haben, sich für Frieden einzusetzen, im Angesicht des Aggressors, dann ziehen Sie den Schwanz ein. Dann schweigen Sie. Und dann legen Sie uns hier, Herr Abrahams hat das vorgelesen, einen Antrag vor, der die Kriegsschuldfrage komplett umdreht. Dann ist es nicht mehr Russland, die diesen Angriffskrieg geführt haben, sondern ist es das Angebot gewesen der Europäischen Union, mit der Ukraine eine gemeinsame Wirtschaftsbeziehung einzugehen. Also etwas Friedlicheres kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und das benennen Sie in Ihrem Antrag als Ursache für den Krieg in der Ukraine. Nein, Sie sind nicht für Frieden. Sie sind für Putins Krieg. Das ist das Problem. Bei der ein oder anderen Formulierung, die ich jetzt nicht wiederholen möchte.